Wiener Vorlesungen bieten eine Plattform für wichtige Persönlichkeiten des intellektuellen Lebens, um ihre Analysen und Befunde zu den großen aktuellen Problemen der Welt vorzulegen. Diesmal wurde im Theaterakzent das Thema Stadtraum unter Druck, Herausforderungen im Klimawandel besprochen. Die heutige Wiener Vorlesung beschäftigt sich mit der Beantwortung der Frage, wie sich die Klimakrise auf die Stadt auswirkt. Und insbesondere werden wir Antworten bekommen auf, was das für die Entwicklung der Stadt bedeutet, was das für die Kühlung der Stadt bedeutet. Stadträume stehen heute aufgrund vieler Entwicklungen unter Druck. Dazu zählen auch die bereits sichtbaren und bekannten Aspekte des Klimawandels, die enorme Konsequenzen auf die Bewohnbarkeit von Städten haben. Zwischen den sozialen Fragen, zwischen den Fragen der Biodiversität, zwischen den Fragen des Klimas sind natürlich Antworten und Szenarios zu finden. Wir versuchen durch unsere Arbeit, dass die Stadt besser lebbar wird. Die Stadt ist aber eine sehr ökologische Wohn- und Lebensform. Geringer Bodenverbrauch, viele Verkehrsmöglichkeiten, die klimaverträglich sind. Und jetzt müssen wir dafür schauen, dass wir uns auch alle wohlfühlen können in dieser Stadt, vor allem wenn die Stadt immer heißer wird. Die aktuelle Wiener Vorlesung behandelt nicht nur eine Analyse urbaner Probleme, sondern zeichnet auch konkrete Lösungsvorschläge. Im Fokus stehen dabei Entwicklungsszenarien, die den Erhalt und die Verbesserung unserer Stadtlandschaften ermöglichen. Aufgrund des Klimawandels brauchen wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viele zusätzliche Maßnahmen. Das müssen nicht nur neue Maßnahmen sein, sondern es muss auch das Duplizieren und auch das Multiplizieren von Maßnahmen sein, die jetzt schon passiert sind. Die Stadt ist riesengroß, hat enorm viele Straßenzüge und natürlich kann man auch nur einen begrenzten Straßenraum pro Jahr bearbeiten. Das dauert natürlich auch relativ lange, gibt einen großen Koordinations- und auch einen entsprechenden Abstimmungsbedarf. Das heißt, man geht Zug um Zug vor. Der Schutz von Grünflächen und die Schaffung neuer zugänglicher Freiräume für alle BürgerInnen sind daher von höchster Priorität. Denn letztendlich tragen wir alle Verantwortung für die Erhaltung unserer urbanen Umgebungen. Ganz wesentliche Erhalten der vorhandenen Landschaftsräume, weiterentwickeln, Nachpflanzungen und wenn möglich auch die gebaute Stadt qualifizieren. Wer das interessante Gespräch nachschauen möchte, das niederschwellige Angebot der Wiener Vorlesungen ist sowohl analog auf W24 als auch digital auf vorlesungen.wien.gv.at für alle Interessierten frei verfügbar. Thank you.